Und jetzt gehen wir mal hier Backstage. Ist eine Wahnsinnsspannung hier in den Gängen. Hier in der Garderobe. Hier wird noch an den letzten Texten gefeilt. Ein Wahnsinn. Ja. Und jetzt kommen wir zu einem ganz waghalsigen Projekt. 100 Stunden Bond-Filme in 20 Minuten. Und das ohne Film und vor allen Dingen ohne James Bond. Ein Riesenproblem. Und deshalb begeben sich die drei Agentinnen, Weyers, La Chiffre und Schmidt, auf die Suche nach ihm und begleiten sich dabei selbst mit der bombastischen Bond-Musik. Auf ihre Weise natürlich, also mit Ukulele, Oboe und Klavier, mit Föhn, Grillzange und was Hausfrauen sonst immer so bei sich rumtragen, nicht wahr? Ein Leckerbissen für alle diejenigen, die noch nie einen Bond-Film gesehen haben und die Musik gar nicht kennen. Sie werden sie womöglich auch gar nicht erkennen, aber macht nichts, sie haben sie ja nie gehört. Ein musikalisches Spionagespektakel aus Köln. Föhnfieber. Guten Abend. Mein Name ist Weyers. Das sind meine Agentenkolleginnen La Chiffre und Schmidt. Und wir drei haben einen gemeinsamen Dauerauftrag. Ja. Es ist ein Mann. So einer, der im hellblauen Frotteeanzug noch unverschämt gut aussieht. So einer, der unterm Taucheranzug Smoking trägt. Ja. Und einer, auf den man aufpassen muss. Und das tun wir. Unser Kollege und bester Freund James. Nobody does it better. Makes me feel sad for the beer. Nobody does it half as good as you. Baby, you're the best. Schmidt und ich, wir kennen James gut. Und was wir an James besonders schätzen, das ist seine Hilfsbereitschaft. Ja, James hilft so gerne. Vor allem Frauen in Not. Wenn da zum Beispiel eine Frau kommt und sagt, oh James, mach mir bitte mal den Reißverschluss auf, dann macht James das. Manchmal ist es ein Phänomen, dann weiß James schon, dass eine Frau den Reißverschluss gerne offen hätte, bevor die Frau das selber registriert. Bevor die sich erinnert, dass da ein Reißverschluss war an dem Kleid, was sie anhat. Und manchmal, und das ist sensationell, da weiß James, dass eine Frau gerne einen Reißverschluss hätte an einer bestimmten Stelle ihres Kleides. Und dann ist James so hilfsbereit, dass er die Stelle einfach aufreißt. The way that you hold me, whenever you hold me, there's some kind of man inside you that keeps me from running or just keeps it coming. How you learn to do the things you do. Well, nobody does it better. Makes me feel sad. Nobody does it half as good as you. Baby, baby, you're the best. Baby, you're the best. Baby, you're the Spezialgebiet ist der Föhn. Denn ein Föhn ist die ideale Waffe im Alltagsgebrauch. Ja? Und so unauffällig. Den Klassiker kennst du mit dem Föhn und der Badewanne. Ne? Aber es gibt noch ganz viele andere Möglichkeiten. Stellen Sie sich vor, Sie gehen mit dem Föhn in der Hand durch eine Fußgängerzone. Niemand wird Verdacht schöpfen. Und falls doch jemand guckt, dann sagen Sie einfach, ach, ich hab's heute Morgen so eilig gehabt, das ging gar nicht schneller. Ja? Schmidt wäre jetzt mal der Feind und käme aus der entgegengesetzten Richtung langsam auf Sie zu. Ja? Sie fixieren den Feind unauffällig und bringen dabei schon mal langsam den Föhn in Position. Ach, Sie müssen dran denken, zu Hause ein langes Verlängerungskabel einzupacken, je nachdem, wie lange Sie dem Feind entgegengehen müssen. Ja? Jetzt hätte der Feind Augenhöhe erreicht und jetzt passen Sie auf, jetzt kommt's.
Naja, jetzt sind wir an einem entscheidenden und leider noch ein bisschen heiklen Punkt angelangt. Es dauert nämlich schon extrem lange, bis Sie jemanden so richtig tot geföhnt haben. Danke, Schmidt. Ich hatte neulich La Chiffre soweit, die hat sich 4 Stunden am Stück von mir föhnen lassen. Und danach hat sie gesagt, ach, sag noch mal, das war so schön, wie du das gesagt hast. Sag mal, wie war das? Ich bin müde. Ja. Ja, und für mich ist das nicht so schlimm, dass das mit dem Todföhnen noch nicht so klappt, weil ich habe auch gar nicht die Lizenz zum... You'll ever escape me. Once I've got my fern on you, got a license to kill, and you know I'm going straight for your heart. Got a license to kill, got a license to kill anyone who brings Fissur in the fire. Got a license to kill. Stell dir mal vor, du wirst von einem Feind bedroht. Weiß nicht hin, weiß nicht her in deiner Not. Und du hättest so gern die Haare schön. Dann komm ich mit dem Föhn, komm ich mit dem Föhn, komm ich mit dem Föhn. Got a license to föhn, and you know I'm going straight for your heart. Got a license to föhn, got a license to föhn. Ja, der Traum von Dauerfälle wird wahr. Got a license to föhn. License to föhn.